Herzlich willkommen zum Forum Bono 2019 in Bern. Das Konsumverhalten hat sich im digitalen Zeitalter massiv verändert. Aus diesem Grund hat die Bank Bono einen Experten mit langjähriger Erfahrung aus diesem Gebiet eingeladen. Der Franz Julin ist Verwaltungsratspräsident der national bekannten und börsenkotierten Unternehmensgruppe Valora Holding AG. Von Seite der Bank orientiert Jürg Legler, stellvertretender Direktor, über das aktuelle Thema der nachhaltigen Geldanlage. Nachhaltiges Investieren beinhaltet Investments in Firmen, die sich nach sozialen und ethischen und auch moralischen Gesichtspunkten einen positiven Beitrag leisten, auch in der heutigen Gesellschaft und auch richtig Unternehmenswert. Wir sind überzeugt, dass sich das nachhaltige Investieren in Zukunft wird durchsetzen wird, aufgrund der Tatsache, dass eigentlich keine Performance-Unterschiede bestehen haben in den letzten Jahren gegenüber eigentlich noch nicht ganz voll ausgerichteten nachhaltigen Strategien. Und vor allem muss man sagen, dass natürlich auch die Industrie sich in dieser Richtung bewegt und die Anleger müssen mitziehen, wir müssen Sorge haben zur Umwelt und es wird weiter an Bedeutung zunehmen. Der Franz Julin ist 17 Jahre CEO von Intersport International, dem grössten Sportartikelhändler der Welt. Heute präsidiert er den Verwaltungsrat von Valora Holding, der Zermatt-Bergbahnen und ist Mitglied des Beirats der Unternehmensgruppe Aldi Süd. Die Digitalisierung, das veränderte Konsumentenverhalten, stellt den Einzelhandel vor grosse Herausforderungen. Aber meiner Meinung nach ist nicht nur das der Grund für die schweren Zeiten. Er hat leider die unabdingbaren Erfolgsfaktoren, die ihn gross und stark gemacht haben, in letzter Zeit ein bisschen vergessen und über die will ich hinreden. Ich glaube, jeder Einzelhändler, ob stationär oder online, der muss seine Kunden kennen, den Markt kennen, muss sich konzentrieren, nicht verzetteln, starke Marke, starke Werte, klare Positionierung, gute Logistik, testen, 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 innovativ sein und vor allem gute Mitarbeiter haben, die Leidenschaft haben, Kompetenz, Empathie, Sympathie. Die Erzeugung eines ökologischen und sozialen Impact wird immer wichtiger. Aber ein entscheidender Faktor wird bleiben, der Mensch, das heisst die Kunden und auch die Mitarbeitenden werden immer im Mittelpunkt stehen.